Sehr geehrte Medienschaffende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen digitalen Medienkonferenz zu den gleichlautenden Spitallisten von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, einem wichtigen Meilenstein in der gemeinsamen Gesundheitsregion. Mein Name ist Anne Tschudin, ich leite die Kommunikation vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt und führe Sie durch die heutige Medienkonferenz. Wir haben für heute umfangreiche Unterlagen zusammengestellt, die die Medienschaffenden heute Morgen mit einer Sperrfrist vorbeziehen konnten. Diese Unterlagen sind mit dem Start der Medienkonferenz jetzt auch unter medien.bs.ch und unter baselland.ch publiziert. Auch haben alle Spitäler die Unterlagen der Medienkonferenz heute Morgen früh bekommen. Medienschaffende und Spitäler haben somit die gleichen Unterlagen. Es wenden sich jetzt dann gerade die beiden Gesundheitsdirektoren, der Lukas Engelberger Basel-Stadt und der Thomas Weber Basel-Landschaft, an Sie. Sie werden Ihnen die neuen gleichlautenden Spitallisten vorstellen. Als weiterer Redner wird sich nach den beiden Gesundheitsdirektoren dann der Peter Berchtold mit einer Stellungnahme äußern. Er präsidiert die externe Fachkommission, die den Prozess seit 2019 begleitet hat. Nach dem Referat können die Medienschaffenden dann ihre Fragen via Chatfunktion stellen. Die Fragen werde ich dann in der Fragerunde vorlesen und die beiden Regierungsräte und Herr Berchtold werden sie beantworten. Für die Fragerunde sind zudem der Leiter der Abteilung Spitalplanung Basel-Stadt, der Thomas von Almen, und der Leiter vom Amt für Gesundheit Basel-Land, der Jürg Sommer, anwesend. Noch ein Wort zum Schutzkonzept. Wir halten vor Ort im Studio nach wie vor ein Schutzkonzept ein. Alle anwesenden Personen tragen eine Maske. Die Redner haben sie abgelegt, solange sie vor der Kamera für ihre Redeteil sind. Zwischen den beiden Rednern, die Sie jetzt gerade werden sehen, steht eine Plexiglasscheibe. Sie sehen auf dem Tisch die Füße, die die Scheibe hält. Jetzt darf ich das Wort an Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger übergeben. Bitte schön. Vielen Dank an Herr Kollege, lieber Thomas, Herr Kommissionspräsident, lieber Peter, geschätzte Medienschaffende, meine Damen und Herren. Die beiden Regierungen von Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben an dem Dienstag, 25. Mai, eine gemeinsame Spitalplanung verabschiedet und je gleichlautende Spitalliste beschlossen. Wir möchten Ihnen zeigen, was das im Einzelnen bedeutet. Als erstes möchte Ihnen mein Kollege Thomas Weber und ich den Kontext und die Methodik der Spitalplanung darlegen. In einem zweiten Teil werden wir dann vertieft auf den Inhalt der neuen Spitalliste eingehen, die Neuerungen erklären und das Resultat würdigen. Meine Damen und Herren, die VGD und das GD sind langjährige Partner und haben seit Jahren sehr eng zusammengearbeitet. Unsere Planung ist in einer bikantonalen Teamorganisation erarbeitet worden. Wir haben hier dabei grössten Wert auf Fachlichkeit, Objektivität und Fairness gelegt. Ich möchte an dieser Stelle allen Mitarbeitenden, die hier mitgeschafft haben, herzlich danken. Wir wollen transparent vorgehen und uns auch von Expertinnen und Experten von außerhalb der Verwaltung unterstützen und beurteilen lassen. Zu diesem Zweck haben die Regierungen eine unabhängige Fachkommission gewählt, die die Planungsarbeit von uns begleitet hat. Der Präsident dieser Fachkommission, der Dr. Peter Berchtold, wird heute über die Arbeit in der Fachkommission berichten, die Beurteilung der Fachkommission erläutern und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Ich möchte an dieser Stelle den Mitgliedern der Fachkommission und ihrem Präsidenten Peter Berchtold sehr herzlich für die kritische Mitwirkung danken. Meine Damen und Herren, werfen wir einen Blick zurück. Seit dem Jahr 2014 haben wir zwischen der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vom Kanton Basel-Landschaft und dem Gesundheitsdepartement vom Kanton Basel-Stadt eine sehr intensive Zusammenarbeit aufgebaut. Im Februar 2019 haben die Stimmberechtigten in beiden Kantonen mit grossem Mehr einem Staatsvertrag zugestimmt.
Es werden dort drin Deckpfeiler für den gemeinsamen Gesundheitsraum gesetzt. Patientinnen und Patienten sollen zwischen beiden Kantonen volle Mobilität für Behandlungen in Anspruch nehmen können. Und wir als Behörde wollen unsere Angebotsplanung gemeinsam vornehmen. Dazu haben wir auch eine Basis und einen Auftrag aus dem KVG. Die Aufgabe haben wir mit grosser Energie und auch grossem Aufwand in Angriff genommen. Als erstes haben wir im Jahr 2019 einen gemeinsamen Versorgungsplanungsbericht verfasst. Der ist im September 2019 veröffentlicht worden. Wir haben darin umfangreiche Überlegungen darüber angestellt, wie sich der Bedarf an stationären Leistungen im Bereich Akutsomatik in Zukunft entwickeln wird. Davon haben wir dann klare Vorgaben und Kriterien für die Erarbeitung von unseren Spitallisten abgeleitet. Wir haben auf dieser Grundlage dann, auch noch im Jahr 2019, das Bewerbungsverfahren lanciert. Sämtliche Spitäler haben sich also um Leistungsaufträge in den beiden Kantonen bewerben können. Leider hat uns dann im vergangenen Jahr die Covid-19-Pandemie zu einer Verschiebung von einem halben Jahr gezwungen. Die Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung hat sich in der Pandemie aber gar nicht etwa verlangsamt, im Gegenteil beschleunigt. Das zeigt sich vor allem in der enorm engen Koordination unter den Intensivpflegestationen in unserer Region. Die Spitäler in Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben diese Krise gemeinsam gemeistert und für das gebührt ihnen Dank und Anerkennung. Meine Damen und Herren, unsere Planungsteams haben in den vergangenen Monaten trotz Pandemie weitergeschafft. Wir können Ihnen jetzt die gemeinsam erarbeiteten und gleichlautenden Spitallisten vorstellen. Damit stellen wir jetzt die Weichen für die weitere Entwicklung der Spitallandschaft in unserer Region. Mit unserer Planung weisen wir den Weg für ein starkes Gesundheitswesen, für eine qualitativ hochstehende, für eine nachhaltig finanzierbare Spitalversorgung, die nach ist bei den Leuten und ihnen die Versorgung bietet, die sie brauchen. Von einfacheren, alltäglichen bis zu sehr seltenen und höchst komplexen Behandlungen. Grundversorgung gehört ebenso zur Qualität von unserem Gesundheitsraum wie die Hochschulmedizin mit Initiativen, Behandlungs- und Forschungsleistungen. Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2025. Im Bereich der stationären Akutsomatik sind sie das Resultat von einer gemeinsamen, neu erarbeiteten Bedarfsplanung. Ich habe vorher auf das hingewiesen. In den Bereich Rehabilitation und Psychiatrie steht eine derartige, umfassende neue Planungsarbeit noch bevor. Dort wird im Wesentlichen die heutige Situation weitergeführt. Eine Aktualisierung ist auf den 1. Januar 2024 vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch für die wichtigen zwei Leistungsbereiche eine gemeinsame Bedarfsplanung erarbeitet. Das ist dann der nächste Schritt. Ich übergebe jetzt das Wort gern meinem Kollegen Thomas Weber für Erläuterungen jetzt in diesem Schritt, nämlich der neuen Spitallisten, wie wir sie jetzt verabschiedet haben. Ja, herzlichen Dank, herzlich willkommen auch aus Sicht vom Kanton Basel-Landschaft, lieber Lukas, geschätztes Team, meine Damen und Herren. Es ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, wo es auch darum geht, einmal Danke zu sagen. Ich würde mit dem gerne anschließen, den Leistungserbringenden im gemeinsamen Gesundheitsraum, den Teams, allen denen, die hier auf der politischen oder auf der technischen Ebene mitgewirkt haben. Seit 2014, seit dem Februar 2014, sind wir miteinander unterwegs auf diesem Weg und ganz gleich haben wir schon Ziel darum gerungen, weil es die richtigen Ziele sind für so einen gemeinsamen Gesundheitsraum nördlich vom Jura mit Schwergewicht von den beiden Basler Kantonen, nämlich die optimierte Gesundheitsversorgung von der Bevölkerung in den beiden Kantonen
die optimierte Gesundheitsversorgung, nicht etwa die maximierte, nicht die minimal ausgedünnte und auch nicht die falsche, sondern die optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Dann eine deutliche Dämpfung vom Kostenwachstum im Spitalbereich. Es ist uns allen bewusst, die Bevölkerung wird älter, Krankheitsbilder werden multimorbider, also mehrfache Erkrankungen und so weiter. Und Technologie, aber auch neue Krankheitsbilder sind natürlich grundsätzlich kostentreibend. Aber wir wollen das Kostenwachstum so dämpfen, dass es tragbar bleibt für alle, die Steuern und Prämien zahlen. Und das dritte Ziel, die langfristige Sicherung von der Hochschulmedizin in der Region. Ich glaube, gerade das Ziel, das hat sich jetzt in der Covid-Krise gezeigt, ist natürlich eines, das wichtig ist für die Weiterentwicklung vom Life Sciences-Standort, vom Wirtschaftsstandort, aber eben auch vom Forschungs- und Weiterbildungsstandort. Die Ziele sind auch das Grundlage, wo wir den Staatsvertrag über Planung, Regulation und Aufsicht im Gesundheitswesen erarbeitet haben, den von der Regierung beschlossen, dem Parlament vorgelegt und bewilligt bekommen haben und letztlich dann in der Volksabstimmung 2019 vom Februar mit grossem Mehr dürfen als angenommen konstatieren. Mit diesem Staatsvertrag hat die Stimmbevölkerung in beiden Kantonen ein bisschen den Auftrag gegeben, den Bär zu waschen. Und wenn sie einen Bär waschen, dann muss er noch sauber sein, nicht tot, das werde ich vorweg sagen, und auch nicht verletzt. Aber sein Fell wird nass. Und in diesem Ziel haben wir jetzt das natürlich weiter unterteilt. Konkret jetzt von der Spitalplanung. Der Begriff Spitalplanung ist immer ein bisschen missverständlich. Es geht nicht darum, dass man Spitäler, also Spitalinfrastrukturen würde planen vom Staat her. Das ist nicht der Fall, sondern auf der Versorgungs-, Regulations-, Aufsichtsebene einfach müssen Vorgaben machen, Ziele setzen. Und die Versorgungsziele, die haben wir eigentlich so, wie Sie es hier sehen, formuliert, nämlich eine Konzentration und eine Koordination von der Leistungserbringung, wo das eben aus qualitativen Gründen sinnvoll und im Patientinnen- und Patienteninteresse liegt. Dann eine Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Also es gibt nicht nur Überversorgung, es gibt auch potenziell eine Unterversorgung, wenn wir nicht mehr unter dem Bedarf Angebot hätten. Oder es gibt auch theoretisch Fehlversorgung, also das Falsche erbracht wird. Also das muss immer Gleichgewicht sein. Und das Dritte, eine sinnvolle Abgrenzung zwischen ambulanten und stationären Leistungsangeboten. Die Medizin entwickelt sich stärker in Richtung von der ambulanten Leistungserbringung. Die Spitalliste ist etwas, was sich jetzt auf einen stationären Behandlungsteil, in der Akutsomatik vor allem, beschränkt, den wir heute vorstellen. Aber es ist auch so, dass wir natürlich parallel dazu mit dem sogenannten AVOS, also ambulant vor stationär, natürlich ein wichtiger Schritt in Richtung von medizinisch sinnvollen, fachlich anerkannten, ambulanten Leistungserbringungen auch machen. Die sogenannte 16er-Liste für Eingriffe, die ambulant müssen erbracht werden, ist auch ein wichtiger Punkt in der Spitalplanung, wo ja auch die GDK schweizweit mittlerweile Vorgaben respektive Empfehlungen abgibt, wo sich beide Kantone gleichermaßen dran halten. Ganz wichtig ist, dass wir eine rechtsgleiche Behandlung der Anbietenden vornehmen, nicht eine Bevorzugung von den einen oder von den anderen, sondern dass wir Kriterien haben, die diese Rechtsgleichheit sicherstellen. Und das ist das dritte Ziel, das ich vorher gezeigt habe, die Sicherung von der universitären Lehre und Forschung. Nicht einfach schweizweit oder europaweit, sondern speziell wirklich in der Region nördlich vom Jura, im Verbund von all den Leistungserbringenden, die dort dazu beitragen. Selbstverständlich die universitären Spitäler, die sich auch so nennen, an vorderster Front. Aber auch, und das ist ganz wichtig, auch die anderen, sei es private oder weitere kantonale Leistungserbringende wie das KSBL, die hier ganz wesentlich beitragen. In der Methodik sind wir in drei Planungsschritten vorgegangen. Sie finden die im Faktenblatt ein bisschen abstrahiert, also oder zusammengefasst. Und Sie finden es ganz detailliert im gemeinsamen Bericht, der abgegeben worden ist, respektive aufgeschaltet. Im Folgenden einfach ein paar Schlaglichter auf diese Punkte. Also wir haben angefangen mit einer Bedarfsprognose, das heisst, wie viel braucht es überhaupt, von welchen Leistungen, immer betrachtet über den gesamten Gesundheitsraum. Aus dem hat es nachher
das Planungsmodell geht. Das ist nicht zufällig mit einem komplizierten Diagramm hier dargestellt. Da ist es wirklich darum gegangen, das nachher dann rechnerisch, methodisch, datengestützt abzubilden und aufzuteilen auf die verschiedenen Leistungserbringenden, die entsprechende Eignungen haben. Und das Resultat ist nachher dann die gleichlautende Spiralliste, respektive die gleichlautende Spiralliste. Rechtlich sind sie zweierlei, aber inhaltlich gleich, von Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Hier in aller Kürze, wenn man vielleicht rechts anfängt auf der Folie zu lesen, das KVG, das Krankenversicherungsgesetz vom Bund, schreibt vor, dass man den Bedarf ermitteln soll und die Planung entsprechend dem Bedarf ausrichten. Rückblickend, also in der Vergangenheit, hat man in der Regel einfach die abgerechneten Leistungsmengen von den Vorjahren, von der Vorperiode vorgeschrieben in die Zukunft und das wieder abgebildet in den Spitallisten und ein paar einzelne Änderungen, die sonst dazu gekommen sind. Wir sind jetzt da wirklich systematisch nach dieser Bedarfsprognose vorgegangen, haben die für die Jahre 18 bis 28 erstellt und dann eben auch abgeglichen, was ist die Nachfrage, die prognostiziert ist, eben der Bedarf, und wo liegt das Angebot. Und aus dem aus hat sich dann gegeben, wo hat es eben allenfalls Differenzen im Sinne von einer Über- oder eventuell auch einer Unterversorgung. Wenn dann die Differenzen, die man festgestellt hat zwischen Bedarf und Angebot respektive Inanspruchnahme, probiert zu analysieren und einen Teil können erklären durch statistische Methoden auch gleichziehen, also demografische Methoden und so weiter. Es hat aber eine nicht erklärte Restdifferenz, wo man in unserer Region in gewissen Leistungsgruppen mehr Nachfrage, also mehr abgerechnete Leistungen hat, weder als das Nachfrage eigentlich ist, wenn man die homologiert. Also das heisst, man kann auch sagen, wir haben Anzeichen für eine angebotstriebene Nachfrage teilweise. Und das heisst, das ist eine Überversorgung, die man nicht einfach gefühlsmässig festgestellt hat, sondern eben auch hat können quantifizieren. Das ist eine Reminiszenz an die Medienmitteilung, respektive Medienkonferenz, die wir am 4. September 2019 hatten. Wir haben das dort schon vorgestellt mit dem Versorgungsplanungsbericht. Auch der wird nochmal aufgeschaltet zur Ergänzung, dass man sich dort nochmal einlesen kann. Die Methodik läuft also natürlich schon wesentlich länger als jetzt Jahr 2021. Einfach hier nochmal pro Memoria. Wenn wir 77'400, sehen Sie in der linken dunkelblauen Säule, Fälle haben im Jahr 2018, und man nichts macht, sondern einfach schaut, wie wird sich das weiterentwickeln mit den Wachstumsindikatoren, die wir haben. Kommen wir bis ins Jahr 2028 auf rund 86'800 Fälle, respektive ins Jahr 2024 83'200. Jetzt der Ansatz, den wir gewählt haben, ist, dass man, Sie sehen das unten auf der Folie, die Hälfte, nicht alles, sondern die Hälfte von diesen unerklärbaren Fällen, respektive unerklärbaren Überversorgungsvarianz, dass wir die abbauen wollen, also 50%. Das heisst rund 3'300 Fälle. Und hier jetzt schon eine Zahl, die dann noch mal kommt, wenn Sie einen mittleren Fallpreis von 10'000 Franken schätzungsweise mal annehmen, 3'300 Fälle, das gibt etwa ein Potenzial von 33 Millionen Franken, wo hier an Reduktionspotenzial vorhanden ist. Und das sehen Sie eigentlich auch genau dort im roten Feld auf der zweiten Säulenreihe, die 3'200. Also dass man eigentlich im Jahr 2021, die Hypothese nennt, dass die Fallzahlen gleich sollen bleiben, wie sie im 2018 gewesen sind. Und nur moderat fangen an zu ansteigen, wenn man aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe, bis ins Jahr 24 respektive 28. Das Ergebnis ist hier nochmal dargestellt, dass wir eben den Anstieg von den Fallvolumen insgesamt über den Gesundheitsraum in diesen Leistungsbereichen, nicht über alles, sondern sehr differenziert in den verschiedenen Leistungsbereichen dämpfen und das natürlich eben einerseits mit der Spitalliste und dem Mengendialog, der Begriff kommt noch einmal vor, unter erwähnten Vorgabe ambulant vor stationär, was nicht auf der Spitalliste direkt ist, aber wo ein wichtiges Element auch ist im Ganzen. Und der Mengendialog, den man
wo unsere Spezialistinnen und Spezialisten von der Spitalabteilung mit den Leistungserbringern, also mit den Spitälern, führen. Für die fällt auch Mengendialog, sehen wir jetzt vor, ab 2021. Und man sieht vor, dass wir hier dann eben eine Reduktion von den rund 3200 erwähnten Fälle werden haben, sodass die Gesamtfallmenge etwa auf dem Jahr 2018 eingefroren bleibt. Und bis ins Jahr 2024 sind das noch dann rund 5700 weniger, die stationär behandelt werden, als ohne Umsetzung von der Massnahmen immer ceteris paribus zu erwarten wäre. Also ohne Veränderung von anderen Rand- und Rahmenbedingungen wie Pandemie oder was auch immer. Dann hier nochmal, das in aller Kürze, das können dann Fachleute nochmal vertieft oder respektive können Sie ja nachlesen im Bericht, sonst sprengt das ein bisschen den Rahmen. Die Input-Faktoren auf diesen drei Pfeilen, also was ist die bedarfsgerechte Menge, aber auch die Kapazitäten der Spitäler, also wie viel kann ein Spital überhaupt bewältigen aufgrund von seiner Infrastruktur und von seiner personellen Ausstattung. Man darf ja nicht mehr zuteilen, weder als auch leistbar ist. Dann, der effizienzgewichtete Nutzwert, also wie viel Beitrag in den einzelnen Leistungsgruppen bringt den einzelnen Leistungserbringer im Hinblick auf alle drei Ziele. Und noch die simultane Modellierung. Und simultan heisst, dass verschiedene abhängige Variablen gleichzeitig in diesem System bearbeitet werden. Das heisst, Sie können es annehmen, das wird sehr exponentiell von der vom Rechenaufwand, von der Rechnerzeit und von der Rechnerleistung, die erforderlich ist, wo all die Kriterien, die Sie hier sehen, berücksichtigt sind und dann eben wieder schieben, wenn irgendwo etwas ändert. Und der Output schlussendlich ist dann auf einer grossen Seite A3 oder A4 dargestellt, nämlich die Spitalliste selber und der Leistungsauftrag pro Spital. Welche Kriterien sind zu den übergeordneten Zielen, die man hier zugrunde gelegt hat? Eben, nochmal, das erste Ziel ist optimierte Grundversorgung. Nämlich, dass die regionale Grundversorgung im gesamten Gesundheitsraum sichergestellt ist, dass die Bevölkerung von beiden Kantonen, aber auch von den nahen Gebieten vom Kanton Solothurn und Kanton Jura, Kanton Jura auch teilweise, aber vom Kanton Aargau, einfach GGR, der gemeinsame Gesundheitsraum, primär beide Basel, aber auch die anderen, hier regionale Grundversorgung sichergestellt haben. Dass man aber auch, und das ist ganz wichtig, die periphere Grundversorgung sichergestellt haben. Das heisst, dass auch der ländliche Raum in angemessenen Zeiten und vor allem in guter Qualität seine Bevölkerung versorgt hat. Und die Endversorgung, das heisst die Leistungen, die wirklich nur im höchst spezialisierten Setting können erbracht werden, also auch die innerhalb von GGR erbracht werden. Und damit natürlich auch eine hohe Versorgungsqualität sicherstellen. Das zweite, der Beitrag zum Kostenwachstum. Es ist angeschaut und gewichtet worden, wer bringt als Leistungserbringer die preisgünstige und wirtschaftliche Leistung. Ist so ein Unternehmen auch investitionsfähig? Das heisst, wenn es den Leistungsauftrag gibt, ist es auf Jahre aus in der Lage, sich zu entwickeln, um den auch künftig noch können, zu erbringen. Also die wirtschaftliche Stabilität und auch die Bereitschaft für die Volumensteuerung, für den Mengendialog, den wir vorhin angedeutet haben. Dann wählen Beitrag leistet das Spital an die Sicherung der Hochschulmedizin. In einem abgestuften Versorgungssystem von der universitären Medizin. Wie weit ist es Innovationstreiber oder innovationsbereit oder hat Innovationen bereits schon etabliert? Und welchen Beitrag leistet es zur Sicherung von der ärztlichen Weiterbildung, zur Fachärztin, zum Facharzt? Das zur Methodik, in einem ganz kurzen Abriss, im Wissen, also wenn man es wirklich im Detail verstehen will, muss man natürlich in Bericht und in Details hineingehen. Aber ich hoffe, wir haben das ein bisschen übergeordnet hier zeigen. Und jetzt gebe ich gerne zurück an Lukas Engelberger für das Resultat. Vielen Dank, Thomas, meine Damen und Herren. Ich möchte jetzt ein bisschen konkreter auf effektiv die neue Spitallisten eingehen. Zusammengefasst, im Endresultat sind das Excel-Listen. Tabellarisch ist dann hier vermerkt, für welchen Spitalleistungsbereich welches Spital einen Leistungsauftrag hat. Ein solcher Auftrag
wird dann natürlich sehr viel detaillierter noch vertraglich zwischen dem Kanton und dem jeweiligen Spital vereinbart. Unter anderem zu Themen wie Behandlungspflicht. Geht es vor allem auch darum, dass die Allgemeinversicherten gleichberechtigten Zugang zu den medizinischen Leistungen bekommen. Es geht um finanzielle Themen, zum Beispiel Verzicht auf Zuwendungen bei Überweisungen. Das wären so eine Art Kickbacks, die sind verboten. Oder Verzicht auf zielbezogene Mengenboni für Angestellte oder auch Belegärztinnen und Belegärzte in Spitälern. Dann geht es um Weiterbildungspflichten, ein sehr wichtiges Thema, sowohl bei den ärztlichen wie auch bei den nichtärztlichen Berufen im Gesundheitswesen. Es geht um Qualitäts- und Reporting-Auflagen. Es geht darum, den Grundsatz einzuhalten, zuerst ambulant zu behandeln und nur, wenn es dort nicht geht, auch stationär etc. Das sind ein Haufen im Einzelnen vereinbarte Punkte, die dann noch gelten zwischen den Kantonen und dem jeweiligen Spital. Teil von diesen Vereinbarungen sind dann auch die Bestimmungen über den Mengendialog, dort, wo der zur Anwendung kommt. Das ist ja zum Teil auch schon ausgeführt worden. Man muss sich das jetzt aber nicht so vorstellen, dass es hier nur staatliche Planung gab mit Listen etc., sondern es gibt vor allem auch Vereinbarungen mit den Spitälern. Es gibt Verhandlungen, Verträge und laufenden Dialog zwischen den Kantonen und den Leistungserbringern. Es haben sich 35 Spitäler und Kliniken für einen Leistungsauftrag beworben. 31 Spitäler haben jetzt einen oder mehrere Leistungsaufträge auch bekommen. Wir verfolgen einen partnerschaftlichen Ansatz in der Gesundheitsversorgung. Das zeigt sich auch im Verfahren. Unsere Departemente haben regelmäßig mit den interessierten Spitälern diskutiert und sie auch mehrfach so über den Fortschritt in unseren Planungsarbeiten informiert. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs haben dann auch mit den Spitälern eigentliche Verhandlungen stattgefunden. Da hat man sehr detailliert können diskutieren über die entsprechenden Bewerbungen und über die Leistungsaufträge, die vorgesehen sind, auch schon bei früheren Entwürfen vor der Spitalliste, bis man das jetzt eben dann alles definitiv beieinander hatten. Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Spitäler jetzt mit ihren Leistungsaufträgen hier voll glücklich werden sein. Das ist ein Stück weit halt auch in der Natur von der Sache. Der Thomas Weber hat das auch schon erklärt. Wir sind in einer aufwendigen gemeinsamen Analyse zum Schluss gekommen, dass wir unser Spitalangebot stärker bündeln müssen. Wenn wir die Versorgung optimieren, die Qualität steigern, die Kosten kontrollieren und ein Überangebot verhindern wollen. Das Resultat, kann man sagen, ist eine moderate Konzentration von Leistungsaufträgen. Von den bisher 466 Leistungsaufträgen in der Akutsomatik wird ein knappes Drittel jetzt nicht verlängert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. In vielen Fällen hat auch das jeweilige Spital freiwillig auf Weiterführung von einem Leistungsauftrag verzichtet. In vielen Fällen reden wir auch von ganz, ganz wenig Behandlungen, die in diesem Leistungsauftrag überhaupt noch gemacht worden sind. Eine weitere wesentliche Neuerung ist die, dass wir mit den Spitälern in ausgewählten Spitalleistungsgruppen einen Mengendialog führen. Das betrifft die Spitalleistungsgruppen, die wir in unserer Region im schweizerischen Schnitt und nach allen statistischen Bereinigungen klare Anzeichen haben, dass es ein Überangebot gibt. Das ist im Einzelnen ja vorher
von Thomas Weber auch schon ausgeführt worden. Für diese Leistungen haben wir in den Leistungsauftrag Richtwert definiert für die Anzahl Behandlungen. Sie haben schon gehört, dass das 17 so Spitalleistungsgruppen betrifft und dass man damit eine Reduktion um rund 3.200 Fälle pro Jahr erwarten. Ein Spital kann die betroffenen Behandlungen trotzdem in höherer Zahl durchführen. Die Wahlfreiheit von Patientinnen und Patienten ist nicht eingeschränkt. Es bedeutet nicht, wenn wir jetzt so Zahlen definieren, dass in diesen Leistungsbereich beispielsweise Behandlungen im Dezember nicht mehr stattfinden können, weil die Zahl schon erreicht ist Ende November. Das bedeutet es nicht. Die Spitäler können die notwendigen Behandlungen machen. Die Wahlfreiheit von Patientinnen und Patienten ist nicht eingeschränkt. Aber wir prüfen periodisch, wie sich die Mengen in einem einzelnen Spital entwickeln und wie sie sich in der gesamten Region entwickeln. Und wenn sie überschritten werden, dann werden wir eine Erklärung für das einholen. Wir behalten uns auch vor, die medizinische Indikationsstellung zu überprüfen. Das heisst, wir dürfen prüfen oder prüfen lassen durch unabhängige Expertinnen oder Experten, ob tatsächlich all die Eingriffe medizinisch gerechtfertigt gewesen sind. Das ist legitim. Kantone zahlen auch mehr als die Hälfte von diesen Behandlungskosten. Und Spitäler akzeptieren das als Teil von der Leistungsvereinbarung. Ich bin überzeugt, dass das eine innovative und partnerschaftliche Methode ist, um das Fallwachstum und damit auch die Kostensteigerung besser in den Griff zu bekommen. Ich möchte Ihnen jetzt mit Zahlen und Beispielen noch ein bisschen präziser illustrieren, wo und wie wir eine bessere Bündelung von Leistungsaufträgen und Leistungsvolumen erreichen wollen. Sie sehen hier ein paar Angebote zu den Leistungsaufträgen in der Akutsomatik. Also in diesen Zahlen sind jetzt die psychiatrischen Kliniken nicht dabei und es sind die Rehabilitationskliniken nicht dabei. Und ebenfalls nicht dabei ist das UKBB. Sie sehen hier, dass wir bisher 466 Leistungsaufträge vergeben haben in den beiden Kantonen und dass neu auf diesen Listen noch 309 vergeben werden. Das ist eine Reduktion um knapp ein Drittel. Ausgewählte Fachgebiete, wo vor allem dann eben auch ein Mengendialog wird stattfinden, sind auch betroffen hier von einer bisschen restriktivere Vergabe von Leistungsaufträgen. Sie sehen das an dem Beispiel Neurologie, Bewegungsapparat, HNO und also HNO ist Hals, Nase, Ohren und Kardiologie. Sie sehen hier die entsprechenden Zahlen. Ein bisschen präziser noch zu den Mengenangaben, zum Mengendialog, welche Arten von Leistungen sind betroffen von diesem Mengendialog. Sie sehen hier die jeweiligen Abkürzungen mit den Bezeichnungen. SPLG heisst Spitalleistungsgruppe. Das ist eben die Systematik, die entwickelt worden ist von der Gesundheitsdirektion vom Kanton Zürich, die empfohlen ist von der GDK zur Verwendung durch alle Kantone und die effektiv auch von einer grossen Mehrheit von Kantonen in den Spitalplanungen verwendet wird. Sie sehen hier die 17 Spitalleistungsgruppen, wo eben wir einen Mengendialog jetzt führen mit den Spitälern. Sie sehen einerseits, dass ein grösserer Teil Bewegungsapparatsbehandlungen von dem betroffen ist, aber nicht nur. Es gibt andere Bereiche, wo ebenso eben jetzt der Mengendialog wird stattfinden. Und wenn wir das noch ein bisschen auf eine Zahlenebene weiter abnehmen, dann sehen Sie auch hier, was das Zahlengerüst im Einzelnen ist. Sie sehen Ziele für Ziele, je nach Spitalleistungsgruppe, die Zahlen, die wir bisher hatten,
Fallzahlen GGR bedeutet, das sind jetzt die Spitalleistungen von den Spitälern Basel-Stadt und Basel-Landschaft, zuerst vom Jahr 2018. Dann, wo wir festgelegt haben, jetzt definiert haben für das Jahr 2021 mit den Richtzahlen, dann das 2024 und dann noch aufs 2028 mit der prognostizierten Veränderung. Wir haben natürlich, das muss man beachten, insgesamt in den nächsten Jahren weiterhin ein Bevölkerungswachstum und wir rechnen auch mit einem Durchschnittsalter in der Bevölkerung, das steigen tut. Das sind einmal Faktoren, die mengentreibend wirken. Entsprechend werden also einzelne Leistungen auch jetzt in diesem Bereich hier trotzdem noch wachsen, aber weniger stark als eben ohne so eine Menge Dialog. Bei anderen Leistungen ist auch nominal eine Reduktion vorgesehen, jetzt hier zwischen 2018 und 2024, zum Teil auch deutlich. Das muss jetzt aber wiederum nicht heissen, dass solche Eingriffe gar nicht durchgeführt werden. Sie werden wahrscheinlich in Zukunft aber vermehrt ambulant vorgenommen. Das ist auch erwünscht, sowohl in medizinischer Hinsicht als auch in finanzieller Hinsicht. Immer natürlich unter der Bedingung, dass es überhaupt eine korrekte medizinische Indikation gibt, mit anderen Worten, dass die Eingriffe überhaupt auch medizinisch angezeigt sind. Das sind, was Sie hier sehen, jetzt Zahlen über alle Spitäler gerechnet. Natürlich ist das jetzt zu verteilen denn auf die einzelnen Leistungserbringer. Das ist nach objektiven Kriterien so gemacht worden. Der Thomas Weber hat die Kriterien auch schon vorgestellt. Die Zahl pro Spital ist aber weniger wichtig oder weniger starr. In dem Sinn, dass es durchaus zu Verschiebungen zwischen Spitälern kann kommen. Wenn beispielsweise ein ärztliches Team mit sehr vielen Behandlungen das Spital wechselt, dann ist es möglich, dass es eine Verschiebung dann gibt zwischen den Spitälern. Und das ist auch in Ordnung, wenn es nicht einfach das Resultat ist von insgesamt zusätzlich geschaffenen Kapazitäten, die es allenfalls gar nicht brauchte. Also Zahlen aufs Gesamtsystem, die meinen wir sehr ernst. Zahlen für den einzelnen Leistungserbringer sind ein Stück weit provisorischer, weil es Verschiebungen im Markt wird können gehen. Das System, das wir jetzt hier erarbeitet haben, von diesem Mengendialog, ermöglicht eben genau eine gewisse Flexibilität, anders als starre Globalbudgets, die eben so würden funktionieren, dass bei Erreichen von einer gewissen Summe oder Anzahl Behandlungen gar nicht mehr vergütet oder nicht mehr voll vergütet wurde. Wir haben jetzt viel über Bündelung und Mengendialog referiert. Das sollte nicht zu falschen Eindrücken führen. Auch in Zukunft hat die Bevölkerung für weitaus die meisten medizinischen Behandlungen die Wahl zwischen verschiedenen Spitälern in der Region. Spezifisch, Sie sehen das hier auch eingeblendet, bedeutet das, dass in den meisten Spitalleistungsgruppen, die eben so in der Menge gesteuert werden, immer noch 7 oder mehr Anbieter auf dem Markt sind. Und das bedeutet, dass 95% der Leistungen auch in Zukunft in 4 oder sogar noch mehr Spitäler in den beiden Kantonen können nachgefragt werden. Weiterhin gilt, und das ist sehr wichtig, dass Patientinnen und Patienten frei über die Kantonsgrenzen sich bewegen können. Kantone machen keinen Abzug bei der Finanzierung von außerkantonalen Behandlungen, so wie das in anderen Regionen der Schweiz immer noch anzutreffen ist. Es gilt also immer noch die volle Patientenfreizügigkeit in der Region. Ich finde, es ist etwas ganz Zentrales, eines der wesentlichen Ziele auch von unserer Zusammenarbeit. Einwohnerinnen und Einwohner von Basel-Stadt und Basel-Landschaft sollen das Angebot vom Gesundheitswesen in beiden Kantonen bedarfsgerecht optimal nutzen dürfen. Mit dem übergebe ich für Zusammenfassung und Ausblick noch einmal an Thomas Weber.
Ja, besten Dank, lieber Lukas. Also, man sieht, es geht um eine Angebotsreduktion letztlich. Und da kommt logischerweise die Frage auf, ja, ist jetzt das liberal, ist das noch Markt oder sind wir da bereits in einer Planwirtschaft drin? Da muss man vielleicht einfach immer wieder erwähnen, dass wir im ganzen Gesundheits- und im speziellen Spitalbereich nicht unterwegs sind, wie wir das in einem Konsumgütermarkt sind. Also es braucht eine stärkere Rolle vom Regulator, da ist vom Bundesgesetz, vom KVG her den Kantonen zugewiesen. Es ist also ein regulierter Wettbewerb erforderlich und wie es Lukas schon angedeutet hat, also die Spitalkosten stationär werden zu 55% respektive 56% von den Kantonen getragen und zu 45% oder 44% von den Versicherer. Also braucht es dort auch, wenn wir so Eingriff machen, regulatorische, natürlich auch eben die Hand vom Regulator. Und das ist jetzt die Rolle, die der Bundesgesetzgeber den Kantonen zuhebt. Und wir haben aber wirklich den Anspruch und sehr überzeugt, dass uns das gelungen ist, dass wir das sorgfältig machen, rechtsgleich im Sinne von Gleiches ist Gleiches, aber Ungleiches ist Ungleich zu behandeln. Dass wir das schrittweise, methodisch abgestützt, transparent machen, auch begleitet durch die Fachkommission, die dann noch zum Wort kommt. Und dass wir es partnerschaftlich machen, partnerschaftlich zwischen den beiden Kantonen, partnerschaftlich aber auch mit den Leistungserbringenden, mit den Patientinnen und Patienten und letztlich mit der Bevölkerung. Jetzt rein einmal finanziell betrachtet, was bringt das, was kann das bringen, wie sind die finanziellen Auswirkungen. Jetzt geht doch alles in die teureren Settings hinein, Staatsmedizin und so weiter gehört man. Das ist nicht der Fall. Es gibt bei kleinen spezialisierten Eingriffen, das sind die Spitalleistungsgruppen, die dann drei- oder vierstellige sogar Codes haben hinter der Abkürzung, gibt es eine Konzentration, die geht teilweise wirklich systembedingt in ein teures Setting. Das macht aber über das Jahr gesehen Grössenordnung 375'000 Franken aus bei einem um x-fach grösseren Gesamtvolumen. Die standortbezogene Erteilung von Leistungsaufträgen, das heisst, dass beispielsweise das Kantonsspital Basel-Land nicht mehr das Gesamtunternehmen die Leistungsauftrag hat, sondern dass ein Standort Bruder Holz oder ein Standort Liestl differenziert angeschaut wird, dass aber auch der Unispital Hauptcampus und der Standort Geller differenziert angeschaut werden. Das bringt ein Sparpotenzial von etwa 1,35 Millionen Franken pro Jahr. Ein Preiseffekt, der ist relativ klein, der Preiseffekt vom Mengendialog mit etwa 120'000 Franken auf die gute Seite, also Ersparungsseite angeschaut. Und das der Haupthebel ist eigentlich der Mengeneffekt, die Mengendialogswirkung, die ich vorher schon geschildert habe und die Lukas nochmal gesagt hat, nämlich, dass wir rund 3'300 Fälle mal 10'000 Franken bis ins 24 hier weil weniger müssen behandeln respektive vergüten, weder als das bei unregulierten weiter vorschreiben gesehen. Die Einsparungen, die sollen pro Jahr insgesamt eben auf Seite Kanton und Versicherer aufteilt in dem Verhältnis, das ich gesagt habe, etwa 34 Millionen Franken. Die 34 Millionen gibt es Summe von all diesen Säulen minus 3,75 und die anderen rechts von der Achse plus gerechnet. Die Spitallisten die haben rechtlich gesehen den Charakter von Verordnungen von den beiden Regierungsräten, je für ihren Kanton. Die werden formell publiziert in den Amtsblättern, also in den Publikationsmedien, die Kantone haben. Das heisst, aufgeschaltet sind sie jetzt schon, aber aufgeschaltet in den Amtsblättern werden sie im Kanton Basel-Stadt am kommenden Samstag, am 29. Mai und im Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 3. Juni, also im Amtsblatt von heute einer Woche. Und wie schon erwähnt, die treten per 1. Juli 2021 in Kraft. Hier noch ein Ausblick über die gesamte Versorgungsplanung im gemeinsamen Gesundheitsraum. Wir haben jetzt heute über den obersten Balken geredet, also über die obersten Ziele, die Akutsomatik, also Spitalbehandlungen körperlich. Hier haben wir jetzt die Zeitachse, Sie sehen Mitte 2021, dort stehen wir jetzt dann wo der helle Pfeil in den Dunkeln übergeht. Der dunkle, der erste, ist die Gültigkeitsdauer von der Spitalliste, von der gleichlautenden, die wir vorgestellt haben, nämlich von Mitte 2021 bis Ende 2025.
dann geht der Zyklus also parallel dazu wieder los, sodass am 01.01.26 dann für eine vierjährige Periode Nachfolgespitallisten wiederum können erlassen werden. Psychiatrie und Rehabilitation nach einer analogen Methodik. Zuerst auch Grundlagenerarbeitung für den gemeinsamen Gesundheitsraum, ein Psychiatriekonzept, das zusammen mit den Fachleuten erarbeitet wird. Für einen Moment, weil sie auch auf der Spitalliste erfasst sind, einfach die Fortschreibung der bisherigen Leistungsaufträge bis 2024 und ab 01.01.2024, also gestaffelt um jeweils 2 Jahre, werden dann die gemeinsamen Spitallisten Psychiatrie und Rehabilitation erlassen werden. Und ein wichtiger Punkt, die Steuerung im ambulanten Bereich ist heute noch finanziert, natürlich rein über Kassen. Ist aber auch ein Thema, dass man mit der EFAS, also das ist die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, die auf Bundesebene diskutiert wird, aber auch durch Eingriffe jetzt vom Parlament, dass man per Mitte 2021 eine Übergangsfrist von 2 Jahren hat, wo man nachher dann auch als Kanton so beispielsweise bei der Zulassung von neuen Praxen, also niedergelassene Leistungserbringende im ambulanten Bereich, stärker können, Einfluss nehmen können. Nicht Steuerung im Sinne von Leistungs- oder Angebotssteuerung im Detail, die medizinische Expertise, und das ist ganz wichtig bei allem, was wir hier machen, ist und bleibt bei den Fachleuten, bei den Fachgesellschaften, aber regulatorisch gesehen haben wir die Verantwortung, um auch hier zu wirken. Und das heisst, dass wir hier auch das Ziel haben, nach einer Übergangszeit dann etwa ab 2020, 2025, 2026 ein Regulativ, das ist nicht eine Liste von Ambulanten, aber das dann zu machen. Also man sieht, es ist Akutsomatik, Psychiatrie, Reha und Ambulant, wo wir hier in einem rollenden Prozess eigentlich laufend partnerschaftlich dran sind. Dann herzlichen Dank. Wir verleihen jetzt hier das Feld und ich gebe zurück an die Regie. Beide Gesundheitsdirektoren für die Ausführungen. Es geht jetzt ein Wechsel vor der Kamera. Die beiden Gesundheitsdirektoren machen Platz. Machen Platz für den Peter Berchtold, dem Präsidenten der externen Fachkommission. Wir bitten um einen Moment Geduld, bis er soweit ist. Er wird sich äußern zu der Arbeitsweise von der Fachkommission und dann Ihnen die Stellungnahme vorstellen. Bitte schön, Herr Berchtold. Werte Medienschaffende, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie über die Arbeit der Fachkommission und über unsere Stellungnahme zu den gleichlautenden Spitallisten informieren. Die Fachkommission besteht aus 7 Mitglieder, Sie sehen sie hier eingeblendet, und vielleicht fast wichtiger als Köpfe und Namen sind Perspektiven, die in dieser Fachkommission vertreten sind. Weil ganz offensichtlich ist es bei dieser Arbeit, die wir gemacht haben, als unabhängige Fachkommission auch darum gegangen, die Arbeit von diesen beiden Kantonen bzw. die gleichlautende Spitalliste aus möglichst allen relevanten, versorgungsmässig relevanten Perspektiven anzuschauen. So sind in dieser Fachkommission 2 Mitglieder mit medizinischem Hintergrund, 2 Mitglieder mit juristischem, rechtlichem Hintergrund, 2 mit gesundheitsökonomischer Erfahrung und Wissen, jemand aus einer Krankenversicherung, 2 mit Spitalerfahrung, der Simon Löser aus Deutschland international und dann noch 2 Mitglieder aus einer Patientenvertretung. Das Letzte trifft auch auf mich zu, ich bin Vizepräsident auch noch von der Schweizerischen Patientenorganisation. Unsere Aufgaben von der Fachkommission sind zweifach. Wir haben als Kernaufgabe ganz offensichtlich eine Stellungnahme zu erarbeiten zu Handen von der Regierungen von den beiden Vereinbarungskantonen Basel-Stadt und Basel-Land. Und zweitens haben wir die Aufgabe gehabt, den Erarbeitungsprozess von der gleichlautenden Spitalliste zu begleiten und zu unterstützen. Wir haben uns und unsere
Arbeit als unabhängiger Audit- und Plausibilisierungsprozess verstanden, und zwar in Bezug auf die im Staatsvertrag gesetzten Versorgungsziele. Ganz ein wichtiger Punkt, wo ich nachher noch mal wieder darauf zurückkomme. Wir, unsere Arbeitsform, wir haben ca. 2-monatlich Sitzungen gehabt, gesamthaft in diesen 2 Jahren 14 Sitzungen, wo wir in Anlehnung an die beiden unterschiedlichen Aufgaben, zum einen, wenn es um die Stellungnahmenarbeit gegangen ist, nur innerhalb der Fachkommission uns getroffen haben und gearbeitet haben, ganz offensichtlich, und in der Unterstützung, Begleitung des Erarbeitungsprozesses der gleichlautenden Spitallisten, hat sich die Fachkommission zusammen mit dem Team GGR zusammengefunden und diskutiert. Ich komme zu den Einschätzungen und zu den Stellungnahmen von der Fachkommission und fange an mit ein paar grundsätzlichen Einschätzungen. Die Fachkommission beurteilt das Vorgehen, das die Herr Regierungsrat vorhin aufgezeigt haben, als Neuland. Und zwar zukunftsgerichtetes Neuland. So ein Vorgehen hat es in der Schweiz noch nie gegeben und ist erstmalig. Der zweite Punkt, und das ist auch wichtig, wir beurteilen das Vorgehen, das hier in Basel-Stadt und Basel-Land gewählt worden ist, als evolutionäres Vorgehen. Das heisst, das Vorgehen führt zu evolutionären Änderungen von einer Spitalliste. Das ist in dem Sinne auch wichtig, wenn man in der Schweiz schaut, wie andere Kantone ihre Spitalversorgung verändern, wo dann wahrscheinlich weniger evolutionär ist. Die nächsten 3 Punkte sind grundsätzlich sehr wichtig, nämlich, dass das Vorgehen wie auch die Spitallisten, die gleichlautenden Spitallisten, die daraus resultiert sind, erstens zielorientiert sind, nämlich quasi eine Orientierung haben in den Versorgungszielen, die im Staatsvertrag festgeschrieben worden sind. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, von der Bevölkerung von diesen beiden Kantonen akzeptiert worden ist. Zweitens, wir haben es hier mit einer Evidenzbasierung zu tun, im Rahmen von dem Versorgungsplanungsbericht bzw. der Bedarfsanalyse. Und drittens, und ganz wichtig, auf das komme ich auch nochmal zurück, das ganze Vorgehen ist algorithmusgetrieben. Das heisst, die Vergabe der Leistungsaufträge basiert auf einem Algorithmus. Und das vielleicht auch vor dem Hintergrund, wenn man die traditionelle Erarbeitung von Spitallisten anschaut, wie das auch heute noch fast überall der Fall ist, wo man im Wesentlichen, wie auch schon erwähnt worden ist, die bestehenden Spitallisten in Zukunft vorgeschrieben hat mit Anpassungen oder Änderungen, die dann aufgrund von bilateralen Gesprächen passiert sind, ist die Form hier, Zielorientierung, evidenzbasiert und algorithmusgetrieben, doch eine sehr neue Form und, wie wir in der Fachkommission finden, eine sehr zukunftsgerichtete Form. Ich komme zu der Stellungnahme von der Fachkommission. Offensichtlich geht es hier nur darum, die wesentlichsten Punkte zusammenzufassen, die ganze Stellungnahme ist Ihnen ja zur Verfügung gestellt worden oder steht Ihnen zur Verfügung, ist ein grösseres Papier. Und ich würde hier auf den nächsten 2 Folien das kurz zusammenfassen, was wir hier, wie unsere Beurteilung zu dieser gleichlautenden Spitalliste ist. Zum einen beurteilen wir die Spitalliste als bedeutsamen Konzentrations- und Koordinationsprozess. Das ist ja auch eines der grundsätzlichen Ziele, wo hinter dieser gleichlautenden Spitalliste steckt. Zweitens, auch das ist schon erwähnt worden. Wir haben beurteilt, dass der Wettbewerb und die Wahlmöglichkeiten von Patientinnen und Patienten nicht eingeschränkt wird. In dem, wie schon auch schon gesagt, 95% für 95% der Leistungen weiterhin Wahlmöglichkeiten für Patienten innerhalb der gemeinsamen Gesundheitsregion vorhanden sind. Und Wahlmöglichkeiten heisst hier,
mindestens 4 und mehr Möglichkeiten, sich behandeln zu lassen. Die eingeschränkten 5%, und das ist auch noch eine wichtige Bemerkung, betreffen mehrheitlich komplexe Eingriffe, das heisst zum Teil auch auf der hochspezialisierten Medizin, wo es ja gerade darum geht, die ganz sicher noch mal stärker zu konzentrieren. Die gleichlautenden Spitallisten können einen positiven Effekt im Sinne einer Kostendämpfung entfalten. Das ist unsere Beurteilung. Die Kann-Formulierung an dieser Stelle ganz offensichtlich. Das ist eine realistische Erwartung. Aber ob das so stattfindet, kann man im Moment noch nicht definitiv feststellen. Darum hier eben als Kann-Formulierung. Und als letzter Punkt auf dieser Folie. Die gleichlautenden Spitallisten führen als Folge von im Staatsvertrag formulierten Ziel zu einer moderaten Reduktion des Anteils der privaten Spitäler. Wichtig dabei ist, dass die Fachkommission keine grundsätzliche Benachteiligung von privaten Spitälern im Vergabealgorithmus feststellen können, sondern die Reduktion basiert eben aufgrund der Versorgungsziele, die auch schon vorgestellt worden sind, und insbesondere natürlich von der Förderung von der Hochschulmedizin, führt das fast zwangsläufig dazu, dass grosse Spitäler, und das sind mehrheitlich öffentliche Spitäler, die eben auch aktiv sind in der Lehr- und Forschung, tendenziell bevorteilt werden. Aber das, wie gesagt, beurteilt die Fachkommission als eine Art logische Konsequenz aus diesen Versorgungszielen gemäss Staatsvertrag. Im Weiteren finden wir, dass das Versorgungsplanungskonzept, Bewertungsschritte, Rahmenbedingungen und insbesondere der Zuteilungsalgorithmus eine Gleichbehandlung von allen Leistungserbringern gewährleistet. Ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt in unserer Stellungnahme und auch zum ganzen Vorgehen und zu der gleichlautenden Spitallisten ist, dass dass sich alle Spitäler haben können bewerben und quasi die Vergabe von diesen Leistungsaufträgen von einem Algorithmus bewerkstelligt worden ist, damit eine Gleichbehandlung stattfindet oder gewährleistet worden ist. Offensichtlich im Rahmen des anschliessenden rechtlichen Gehörs, wo es ja verschiedene bilaterale Gespräche gegeben hat, auch Anpassungen etc., sind auch verschiedene Abweichungen, hat die Fachkommission verschiedene Abweichungen von der Vergabe gemäss Algorithmus festgestellt. Und das ist für uns das deshalb wichtig gewesen, weil die Abweichungen ja auch potenzielle Ungleichbehandlungen bedeutet, wenn man davon ausgeht, dass der Algorithmus per se eben eine Gleichbehandlung gewährleistet. Wir haben die Abweichungen allesamt angeschaut und evaluiert und auch beurteilt. Und wir haben die Abweichungen als zulässig beurteilt, und zwar insbesondere, weil das ja eine erstmalige Durchführung ist und dass es ganz offensichtlich ist, dass so ein neu geschaffener Algorithmus in der erstmaligen Durchführung unmöglich kann perfekt in jeder Dimension sein. Und wir haben darum auch gefordert, dass die Abweichungen bzw. Gründe, die zu diesen Abweichungen im rechtlichen Gehör vorgenommen worden sind, dass man die Sachverhalte in einen zukünftigen Zuteilungsalgorithmus überführt. Zusammenfassend kann man sagen, wir finden, dass sowohl das Vorgehen wie auch das Resultat von der gleichlautenden Spitalliste ein Produkt, das Ergebnis, das im Rahmen des Staatsvertrags liegt, das sich
in jeder Beziehung an diesen Zielen auch orientiert. Ganz offensichtlich gibt es hier, wie gerade am Schluss bemerkt, noch Aspekte, die zu verbessern sind. Und an dem werden wir auch weiterhin dem Team GGR und den beiden Kantonen als unabhängige Fachkommission zur Verfügung stehen. Merci vielmals. Vielen Dank, Herr Berthold, für Ihre Ausführungen. Jetzt gibt es noch mal einen Wechsel vor der Kamera. Wir brauchen einen Moment Geduld. Die beiden Gesundheitsdirektoren werden wieder vor die Kameras treten für ihre Schlussworte und bevor wir dann in die Fragerunde starten können. Gerne an dieser Stelle auch den Aufruf an die Medienschaffenden, noch Fragen im Chat jetzt zu stellen. Es ist bisher erst eine eingetroffen. Es gibt im Anschluss ja noch Einzelinterviews, aber gerne jetzt die Möglichkeit, im Gruppenchat noch Fragen zu stellen. Dann würde ich jetzt gerne das Wort wieder an Thomas Weber übergeben. Ja, geschätzte Damen und Herren, das ist eine relativ kurze Schlusszusammenfassung. Sie haben sehr viel gehört. Einfach ganz kurz die wesentlichsten Punkte. Ich habe gesagt, der Staatsvertrag hat uns irgendwo den Auftrag gegeben, etwas zu machen im Sinne der Ziele, den Bär zu waschen. Er hat nicht genau gesagt, wie, aber dass wir es machen sollen, ist klar gewesen. Wir sind auf dem Weg von der Umsetzung von dem Staatsvertrag und das Fell wird nass, aber Sie haben es jetzt sicher können vergewissern, dass das auch trocknet und dass das zu keinen Schäden führt. Also nochmal die wichtigsten Punkte sind die ersten schweizweit ersten Kantons- und damit auch weltweit ersten kantonsübergreifenden gleichlautenden Spitallisten. Es ist ein moderater Konzentrations- und Koordinationsprozess, vor allem in den hochspezialisierten oder spezialisierten Disziplinen und Leistungsgruppen, wo im Sinn von der Qualität für Patientinnen und Patienten eben auch angezeigt und sinnvoll ist. Wir haben eine rechtsgleiche Behandlung durch die einheitliche Methodik, durch den erwähnten Algorithmus und das ganze System und Vorgehen. Der Wettbewerb, soweit das Wettbewerb im regulierten System vom Gesundheitswesen kann und soll entstehen, das ist auch gewollt, der wird erhalten bleiben und vor allem Patientinnen und Patienten können weiterhin wählen, in welches Spital als sie gehen wollen, ohne dass sie mit mehr Kosten oder mit minder Leistungen oder mit Einschränkungen konfrontiert sind. Und wichtig auch in diesem Zusammenhang, fast alle, 95% der Leistungen können auch in Zukunft in 4 oder mehr Spitäler nachgefragt werden, weil eine Möglichkeit besteht natürlich nur, wenn auch mehrere Angebote vorhanden sind und das ist weiterhin der Fall. Und nochmal also ganz am Schluss auf der wirklich politischen Ebene, die entscheiden, die entsprechen den übergeordneten Ziel am Sinn und Geist vom Staatsvertrag, der mit ganz grossem Mehr in beiden Kantonen 2019 angenommen worden ist. In diesem Sinne herzlichen Dank. Sehr geehrte Medienschaffende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zur Fragerunde. In der Zwischenzeit sind einige weitere Fragen eingetroffen. Ich tue die Stellen in der Reihenfolge, wie sie eingetroffen sind, und gebe den Namen vom Journalist, von der Journalistin und vom Medium weiter. Die erste Frage wird an Fachkollegen gehen, Thomas von Almen und Jürg Sommer. Der Nico Stauffer von Radio Basilisk fragt, wer die Kompetenz hat, zu entscheiden, dass bei einem Wechsel vom Ärzteteam auch der Leistungsauftrag gewechselt wird. Thomas von Almen, darf ich antworten? Ja, das läuft ganz normal über den Antrag an die beiden Kantone. Das ist dann der Leistungsauftrag, der im einen Spital ja war. Und das Team dann wechseln tut, würde bedeuten, es geht nebeneinander stehen. Es gibt einen Antrag an die beiden Gesundheitsdepartemente. Die werden das prüfen und schauen. Und wenn es dann eben nicht um eine Ausweitung geht, sondern wirklich um eine Verlagerung, wird man dementsprechend auch den Leistungsauftrag können übergeben. Nico Stauffer stellt noch eine kleine Zusatzfrage. Welche Indikatoren befürworten einen Wechsel? Also ich gehe davon aus, das Beispiel ist schon, dass eigentlich die Ärzteschaft oder das Ärzteteam wechseln tut.
Das kann durchaus sein, dass irgendein Team sagt, ich fühle mich im einen Spital nicht mehr wohl oder so, oder ich habe bessere Aussichten in einem anderen. Aber das ist eigentlich wirklich etwas, was die Ärzteschaft entscheiden tut, wenn sie wechseln. Wir müssen sie von der regulatorischen Sicht einfach anschauen und sagen, dort ist der Leistungsauftrag gegeben, man kann es am neuen Ort wieder machen, die gleiche Infrastruktur, alle Voraussetzungen sind da, dann kann man es übergeben als solches. Die nächste Frage kommt von Joel Hoffmann von der Basler Zeitung und geht an die beiden Gesundheitsdirektoren. Kriterien, die der Algorithmus berücksichtigt, von wem werden die genau gesetzt und sind die Kriterien selber auch politisch gefärbt? Stimmt das? Die Kriterien sind insofern politisch gefärbt, dass die Ziele, die übergeordneten Ziele, die auch der Staatsvertrag ist, noch nicht vorher auch vorgestellt hat, natürlich im Ganzen zugrunde liegen. Und sie sind aber nicht politisch, also eigentümerpolitisch oder was auch immer, sondern sie entsprechen der Einschätzung vom Fachteam, die dann in den Steuerungsgremien des Projekts auch diskutiert worden sind. In den Steuerungsgremien, wo der Lukas Engelberg und ich jeweils anwesend waren, wo wir diskutiert haben, wie ist das, wie passt das und wo letztlich auch die Fachkommission Einsicht hatte und ihre Beurteilung dazu können abgeben. Die nächste Frage kommt von Dominik Spirgi von Kiessen SDA. Er fragt, welche konkreten Spitäler am stärksten betroffen sind. Das ist eine Beurteilungsfrage, wer sich wie stark betroffen fühlt. Sie können die alle selber auch vornehmen, die Beurteilung aufgrund von den Beschlüssen und auch von den Unterlagen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Sie sehen hier einerseits eine tabellarische Darstellung, wer welchen Leistungsauftrag jetzt hat. Und Sie sehen auch eine Darstellung, wo welche Leistungsauftrag selber nicht mehr beantragt hat oder jetzt nicht mehr bekommen hat. Das ist die Tabelle hier mit Rot. Spitäler haben unterschiedliche Vorstellungen gehabt und Sachen neu beantragt. Ob sie jetzt zufrieden sind oder nicht, müssen sie die Spitäler selber fragen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist ja, wenn man jetzt die Spalten anschaut, hier, mit den roten Feldern auf der Liste der nicht mehr erteilten oder entzogenen, dass man sich einfach wirklich bewusst ist, dass sehr viel, was gar nicht beantragt worden ist, wenn Sie zum Beispiel die grosse rote Bank hier beim KSB-Standort Bruderholz anschauen, ist das natürlich eine Folge vom gewollten Strategiewechselfokus, als man eben Leistungen bündelt am einen oder am anderen Standort erbringt und dass dann logischerweise Sachen, die bisher im Gesamt-KSB waren, im Bruderholz dann nicht mehr erbracht werden, das ist dann einfach quantitativ natürlich die grosse rote Liste. Dann bei kleineren Spitälern hat es je nachdem nur zwei, drei empfallene, die aber mehr ausmachen prozentual, einfach von der Anzahl Leistungsaufträge, aber nochmal im Wesentlichen beim Volumen von diesen Leistungsaufträgen, die entzogen sind oder nicht mehr erbracht worden sind in der gesteuerten Gruppe, geht es um einen sehr kleinen Anteil auf das Gesamtfallvolumen betrachtet. Die nächste Frage geht an die beiden Gesundheitsdirektoren von Joel Hoffmann, Basler Zeitung. Er hält fest, Basel-Land ist am stärksten betroffen, primär KSBL. Warum? Das ist das, was ich vorher eigentlich gerade probiert habe zu erläutern, nämlich dass das KSBL von sich aus sehr viel von den Leistungsaufträgen, die im Bruderholz erbracht wurden, gar nicht beantragt hat, als Folge vom Status. Und andere sind eigentlich nicht überdurchschnittlich betroffen. Es hat einzelne, das ist so ein Punkt, wo der Algorithmus zu einem anderen Schluss gekommen ist, wenn der Antrag gelautet hat. Aber das ist eigentlich nicht mehr als ein Indiz dafür. Bei Privatspitälern ist es teilweise auch so gegangen, dass wir eine Gleichbehandlung haben und keineswegs da irgendeine eigentümergesteuerte Optik verfolgen. Dürfen wir auch nicht, weil das ist ein Versorgungsthema da und kein Eigentümerthema. Nochmal der Joel Hoffmann von der Basler Zeitung. Doppelte Aufträge für das Unispital. Was bedeutet die in der Spitalliste genannte Einschränkung, die hellblaue Farbe?
Ja, vielleicht kann man das besser aus der Fachoptik beantworten. Was genau hier mit diesen Einschränkungen gemeint ist, wo hellblau vermerkt sind auf der Tabelle. Eine Anmerkung von unserer Seite, dass der Herr Engelberger farbenblind ist und die Unterschiede nicht gut sieht. Wenn ich es jetzt so sehe und mir vorstelle, was wahrscheinlich vor allem gemeint ist, ich kann eine erste Antwort einmal geben, bitte noch die Fachleute auch zu ergänzen. Man sieht beispielsweise die Abstufungen mit hellblau, es ist zum Teil sehr hell, beim Bewegungsapparat, also in Behandlungen vom Bewegungsapparat. Und dort sieht man, dass das betrifft zum Beispiel Unispital, Hauptcampus und Gellertstrasse und KSBL, Liestel und Bruderholz. Das betrifft die Abgrenzung, die wir vorgenommen haben, jetzt in diesem Fall für den Leistungsauftrag im Bereich Bewegungsapparat. Das ist im Einzelnen sehr komplex. Die Ausgangslage ist ja die, dass zum Teil beispielsweise bei Unfall und Notfall ähnliche Eingriffe vorgenommen werden, medizinisch wie bei Operationen, die besser planbar sind, beispielsweise Knie oder Ellenbogen oder sonst orthopädische Eingriffe. Das kann man in dem Sinn abgrenzen in die Traumatologie, also in dem Sinn Unfallchirurgie, wo man schnell muss können reagieren und unter Umständen auch mehr Installation braucht, und die klassische Orthopädie, wo vieles besser planbar ist. Es gibt dann auch in den Patientinnen und Patienten grosse Unterschiede, ob jemand, der schon ohnehin sehr, sehr geschwächt, vielfach krank ist, so eine Knieoperation muss machen, ist etwas anderes als jemand gesundes Mobils, der das machen lässt, wo man ganz andere auch in dem Sinn Patientenpfad dann hat. Und das ist unterschiedlich anzugehen. Und Sie sehen das hier eben mit den Abstufungen von hellblau und dunkelblau. Jetzt hier beim Bewegungsapparat gibt es eine Einschränkung am Unispital, wo also auch natürlich die ganzen grossen Installationen sind, und in dem Sinn die schwere Struktur besteht, die teure Struktur. Dort soll nur gemacht werden von diesen Operationen, was eben dort gemacht werden muss. Sei es, dass es einen Notfallcharakter hat, sei es, dass eben erschwerende, besondere Umstände dazukommen, die das nötig machen. Im Anführungs- und Schlusszeichen, die einfacheren Eingriffe in diesen Bereich brauchen die teure und aufwendige Infrastruktur vom Unispital am Hauptcampus nicht und werden an der Gellertstrasse gemacht, in dieser Kooperation dort am Standort, wo sonst auch noch das Bethesda-Spital ist. Und es gibt eine analoge Situation zwischen den beiden Standorten vom KSBL in Liestel und auf dem Bruderholz, und das sind die Präzisierungen in den Leistungsauftrag. Es gibt dann noch weitere einzelne Fächer, die hier auch mit hellblau vermerkt sind. Das kann eine besondere Befristung sein, oder es kann auch wieder in der Augenmedizin beispielsweise, in der Ophthalmologie, sehen Sie das auch zwischen einem Unispital Hauptcampus. Gewisse Sachen eben in einem Notfallkontext sind dort weiterhin. Andere sind aber spezifisch eben am Augenspital vorzunehmen. Das ist so ausdifferenziert eben nach dem Prinzip, dass wir am Standort den Leistungsauftrag vergeben und nicht einfach an ein Spital unternehmen, das dann frei wäre, das anzubieten, was es will. Lassen wir aber noch ergänzen, falls es nötig ist. Die Fachkollegen signalisieren, dass sie keine Ergänzungen haben zu den Ausführungen. Dann die nächste Frage geht an die Fachkollegen. Es ist von Michael Nittenhaus von der BZ gestellt worden. Und zwar, ab wann muss sich die standortbezogene Betrachtung der Leistungsaufträge auch auf die dortigen Tarife auswirken? Was für eine Frist bekommen die Spitäler, mit mehreren Standorten ihre Tarife anzupassen, bevor Kantone eingreifen? Das beantworten. Ich kann gerne etwas dazu sagen. Vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist Tarifgestaltung ja in der Autonomie der Tarifpartner, das sind Versicherer und Spitäler selber.
Wir gehen davon aus, sofern sie es nicht schon gemacht haben, dass sie werden in Verhandlungen treten, abhängig davon, welche Leistungen an den einzelnen Standorten noch erbracht werden. Wir beobachten das. Ich kann keine Frist jetzt im Monat angeben, wenn dass wir hier entsprechend selber werden, aktiv werden. Aber wie gesagt, es ist eine Aufgabe zwischen den Tarifpartnern, jetzt in ihre Verhandlungen zu treten. Die nächste Frage ist von Mathieu Klee vom Regionaljournal. Ich tue sie auch vorerst den Fachkollegen zuweisen. Er fragt, die Einsparungen von 34 Millionen pro Jahr für Kantone und Versicherungen. Was bedeutet das konkret für Krankenkassenprämien in Prozent oder absolut? Ja, das kann man nicht wirklich jetzt auf Franken und Rappen genau beantworten als solches. Natürlich kann man es einfach ins Verhältnis setzen, die 33 Millionen gesamthaft, aber jetzt für die GGR, und dann ist es etwas über mehr als eine Milliarde, wo eigentlich der Umsatz ist in der Krankenversicherung als solches. Ich kann einfach sagen, was wir klar deklarieren, was auch auf dieser Folie zu erkennen ist, wo wir gezeigt haben, dass die Dämpfung einfach stattfinden wird, die wir eigentlich anstreben. Es ist sicher nicht so, dass Ihre Krankenkassenprämie gerade dann rapide wird sinken, aber wir kriegen doch die Dämpfung ins System rein, die sich mittelfristig auch auf Ihre Prämie wird niederschlagen. Die nächste Frage kommt nochmal von Mathieu Klee vom Regionaljournal, und ich tue sie auch den Fachkollegen zuweisen. Sie listen auf, welche und wie viele Leistungsaufträge die Spitäler verlieren. Gibt es auch eine gewichtete Aufstellung, welche Spitäler verlieren damit welches Volumen, also von welchem Fallkostenvolumen reden wir? Es gibt keine solche Auflistung, mindestens ist mir gerade keine bekannt. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Fälle, die in Anführungszeichen verloren gehen, eine relativ kleine Anzahl bedeuten im Vergleich zu den Fällen, die überhaupt behandelt werden. Es sind grob gesagt etwa 700 Fälle, die jetzt hier, das Wort ist gefallen, verloren gehen im Vergleich zu etwa 70.000 Fällen, also eine kleine Anzahl. Das ist die grobe Übersicht. Eine detaillierte Übersicht, da würde ich auf einen Bericht verweisen, wo eine detailliertere Übersicht über die einzelnen Fallzuordnungen beinhaltet. Die nächste Frage ist auch wieder für die Fachkollegen von Massimo Agostinis vom Regionaljournal. Er fragt, wie sich die 34 Millionen Einsparungen auf die einzelnen Spitäler und Spitalgruppen verweisen. Der Thomas von antwortet. Ja, das kann man jetzt auch nicht ganz so eins zu eins sagen, aber man kann nicht klar sagen, wo machen wir oder wo rechnen wir mit diesen Einsparungen. Sie haben es gesehen, es sind ja die 17 Leistungsgruppen, und das ist zum Thema sicher mal eben die Orthopädie, der Bewegungsapparat, auch HNO und die Häuser, die das natürlich auch anbieten und heute auch noch anbieten, die werden je nachdem dort eine gewisse Einschränkung dann erfahren als solches oder einen Rückgang. Aber mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Dann sieht es danach aus, dass das jetzt die letzte Frage ist im Chat, die auch noch mal an die Fachkollegen geht, von Michael Nittnaus von der BZ. Er hat eine Nachfrage zu den Tarifen. Müsste sich denn die neue standortbezogene Tarif nicht laut KVG bereits mit dem Inkrafttreten der neuen Spitalliste gelten? Die Spitäler und Versicherer können doch nicht völlig frei sein zeitlich. Das ist, im Grundsatz ist das korrekt. Und das ist aber auch so, dass natürlich, man hat es schon vorher angetönt, es ist Verhandlungsprimat, Leistungserbringer und Versicherer müssen zusammensitzen. Aber wir wissen auch, dass das Unispital und Tarifsuisse auch schon Kontakt aufgenommen haben, dass auch im KSBL die Gespräche im Laufen sind, aber es sind schlussendlich Tarifpartner, die auch sagen, schau, wir müssen uns anpassen, wir müssen umstellen. Man muss vielleicht auch berücksichtigen, dass ja grundsätzlich das Bundesverwaltungsgericht klar gesagt hat, dass wenn etwas ändert und auch Leistungsaufträge weggenommen werden, dass es mindestens ein halbes Jahr
Umstellungszeit muss gegeben werden. Also diesbezüglich darf man einfach nicht erwarten, dass es am 2. Juli vielleicht schon einen neuen Tarif gibt. Aber innerhalb von dem halben Jahr, das eigentlich vorgesehen ist, rechnen wir schon damit, dass etwas kommt. In der Zwischenzeit sind noch mal drei Fragen im Chat eingetroffen. Die nächste Frage würde ich den Gesundheitsdirektoren zuweisen. Der Massimo Agostinis vom Regionaljournal fragt, ist das Spital jetzt in seiner Existenz bedroht? Nein, von dem gehen wir definitiv nicht aus. Wir haben auch in den Gesprächen oder im rechtlichen Gehör nicht solche Hinweise gehabt. Natürlich hat man gerne mehr Leistungsaufträge auch in spezialisierten Gebieten, sei es aus Akquisitions- und Reputationsgründen und so weiter, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht verständlich ist. Aber wir gehen wirklich, wenn ich komme wieder mit dem Bär, am nassen Fell ist dort nie. Die nächste Frage ist von Mathieu Klee vom Regionaljournal und geht vorerst mal an die Fachkollegen. Bitte um ein Zeichen, wenn es eine Ergänzung gibt von den Gesundheitsdirektoren. Er sagt, als Paradebeispiel für eine Überversorgung ist in der Region ja immer die Orthopädie angeführt worden. Jetzt gibt es dort aber nur einen Rückgang von 2%. Wieso die Diskrepanz? Ich kann eine Antwort versuchen. Die Zahlen kann ich jetzt nicht einfach so nachrechnen. Grundsätzlich ist es so, dass die, es ist mehrfach erwähnt worden, auch von Peter Berchtold, die Zuordnung von Leistungsaufträgen, aber auch von Mengen, ist durch einen Algorithmus gesteuert worden. Also nicht von Hand, sondern rechnerisch, mathematisch. Und aus dem gibt das nachher die Zahlen, wo hier genannt werden. Allerdings kann ich weder bestätigen noch nachrechnen, jetzt, dass die 2% zutreffend sind. Der Herr Berchtold würde noch gerne etwas ergänzen zu dem. Weil wir das ja angeschaut haben, die Veränderungen der Leistungsaufträge. Und da haben wir festgestellt, dass im Bereich von Bewegungsapparat eine Reduktion von 24% stattgefunden hat, verglichen mit dem 2018. Vom Herrn Engelberger. Die Folie referiert, das ist die Folie 21. Man kann vielleicht die noch einmal aufschalten, bitte. Ah, Entschuldigung, hätte ich selber müssen machen. 21 zeigt das im Einzelnen an. Da sind ja die Leistungsgruppen aus dem Bewegungsapparat aufgelistet, je mit einem Volumenvergleich 18 zu 24. Und Sie sehen hier wesentlich größere Veränderungen ins Minus. Das ist natürlich nicht kostenbereinigt. Das sind einfach einmal nackte Fallzahlen, ungewichtet nach den finanziellen Auswirkungen. Aber ich glaube, man kann von dem erahnen, dass jetzt in unserer Planung eine deutlichere Reduktion dort vorgesehen ist als 2%, die ich jetzt als die Zahl offen gestanden zum ersten Mal höre. Begriff Orthopädie auf dieser Folie nehmen, dann ist das einfach BEW2. Aber die ganze Chirurgie am Bewegungsapparat umfasst natürlich BEW1 bis BEW72, die hier drauf ist und Mengen gesteuert sind. Oder? Und wenn Sie die Fallzahlen nehmen und das im Mittel dann gewichten, dann kommen Sie auf einen Betrag, der wesentlich höher ist oder auf eine Differenz als die 2%. Die 2% ist sogar das tiefste. Und BEW2, das sind nur die einzelnen, nicht der anderen Gruppen. Zugewiesene Leistungen, die dort drin sind. Vielen Dank für die Präzisierungen. Dann ist jetzt die letzte Frage im Chat, wo ich zuerst den Gesundheitsdirektoren zuweisen würde, dann schaue, ob Fachkollegen dann noch eine Ergänzung haben. Joel Hoffmann von der Basler Zeitung fragt, wenn Private bei der Orthopädie eingeschränkt werden, aber das USB nicht, dann sieht es so aus, dass das Kriterium Forschung und Ausbildung höher gewichtet wird als der Preis. Klammer, USB ist ja am teuersten, oder stimmt das nicht? Also vielleicht das nächste Mal zu der Preisdiskussion. Sie dürfen Preise nicht allein aufgrund von der Base Rate bemessen. Es kommt auch darauf an, welches Haus mit welcher Base Rate dann eben wie schwere Fälle behandelt. Der gleiche orthopädische Eingriff
ist von den Kosten her möglicherweise sehr unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem. Ich habe vorher das Beispiel gemacht, ob jetzt das jemand ist, der jung, gesund, mobil und sozial gut eingebettet ist, oder ob das jemand ist, der allenfalls schon schwerwiegende Vorerkrankungen hat und auch aufwendiger ist, allenfalls schon vor und nach der Operation. Das wird im System von der Swiss DRG noch nicht richtig abgebildet, und darum kommt man dann, wenn man tut Schweregrad bereinigen, dann eben nicht unbedingt einfach auf Kosten- und Preisverhältnis, wo dem entsprechen, wo reine Base Rate Vergleich würde anzeigen. Insofern muss ich das unter einen Vorbehalt setzen, dass das Unispital das teuerste Spital wäre für alle Arten von diesen orthopädischen oder traumatologischen Eingriff. Und es ist auch nicht so, dass alle anderen reduziert werden und das Unispital darf wachsen dort, sondern das ist im Einzelnen sehr differenziert in der Leistungsvereinbarung festgehalten, dass selbstverständlich auch beim Unispital die Mengensteuerung greifen und Sie müssten jetzt das Unispital selber fragen, was Ihre Beurteilung dort ist, jetzt von der Mengensteuerung, wie sie das Unispital betrifft. Ich gehe davon aus, alle Häuser hier haben natürlich jetzt den Druck, noch einmal ihre Indikationsstellung genauer zu machen, strenger zu machen, mehr ambulante Eingriffe vorzunehmen oder vorgelagert noch überhaupt konservativ stärker zu behandeln, also überhaupt ohne Operationen immer, soweit das natürlich medizinisch auch noch richtig ist. In der Zwischenzeit noch Folgendes präzisiert. Fuß-OP kostet am Bethesda 2'000 weniger, als wenn das USB die gleiche Operation am Bethesda macht. Der Unterschied meint er. Ich wirf einen Blick zu den Fachkollegen, ob sie dazu Stellung nehmen können. Thomas von Almen. Ja, also das ist das, was wir, glaube auch schon mehrfach ausgeführt haben als solches. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass im Moment keine andere Base Rate vorherrscht vom Unispital. Aber wir haben es ja gesagt, es ist jetzt die neue in Kraft, die neue gleichlautende Spitalliste. Es ist jetzt standortbezogen und es wird auch standortbezogene Kostenrechnung müssen geben. Und es wird dementsprechend auch standortbezogene Base Rates müssen geben. Und dann wird man auch sehen, wo es dort landet. Und man kann davon ausgehen, dass es dann Unterschied wird geben. In der Zwischenzeit ist noch mal eine Frage eingetroffen, die ich den beiden Gesundheitsdirektoren zuweisen würde. Michael Nittnaus von der BZ fragt, ob sie mit Beschwerden von Spitälern rechnen und ob aber eine bestimmte Menge das würde in Krafttreten von der Spitalliste beeinflussen. Ich fange mal als Nicht-Jurist, gibt den Lukas Engelberger noch weiter. Es ist ja so, dass ja individuell konkret gegen eine einzelne Verfügung respektive eine einzelne Zuteilung oder Nichtzuteilung kann Beschwerden erhoben werden beim Bundesverwaltungsgericht. Wir haben das Verfahren so ausgerichtet, dass wir selbstverständlich das Rechtsmittel auch im Hinterkopf einbezogen haben und eben durch die rechtsgleiche Behandlung und durch Transparenz vom Algorithmus und so weiter eigentlich auch zuversichtlich sein, dass wir dort in so einem Verfahren auch können bestehen, aber selbstverständlich besteht so ein Rechtsmittel. Es besteht aber keins gegen System als Gesamt oder gegen Methodik als Ganzes, sondern es ist immer im Einzelfall anzulegen. Ich kann hier nichts ergänzen. Rechtstechnisch ist so eine Spitalliste ein Sonderfall. Es ist ein Bündel von Verfügungen, die dann auch jeweils Verträge dranhängen. Es ist aber nicht per se eine Verordnung, die als Ganzes könnte angefochten werden mit einer Beschwerde vor Gericht. Sondern vor Gericht kann ich, wenn ich als Spital betroffen bin, nur den Leistungsauftrag, der meinem Spital zugewiesen wird, mit Beschwerden bekämpfen. Der Rechtsweg führt über das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Ist also eine Bundesinstanz, wo dann hier zuständig wäre. Und natürlich muss jetzt jedes Spital für sich beurteilen, ob es von diesem Recht Gebrauch machen möchte oder nicht.
Vielen Dank. Mit dem sind jetzt alle Fragen, die im Chat eingetroffen sind, beantwortet. Wir kommen zum Ende der digitalen Medienkonferenz, zu der ersten gleichlautenden Spitalliste. Diejenigen, die sich für Einzelinterviews angemeldet haben, denen werden wir jetzt gerade noch anrufen. In der Zwischenzeit kommt noch mal eine Frage, die ich jetzt gerade noch mal reinnehmen würde, von Mathieu Klee. Thomas Weber, Sie haben immer vom Bär geredet, wo das Fell muss gewaschen werden muss, um bei den Tierbildern zu bleiben. Was ist denn jetzt die Spitalliste? Ist es ein grosser Wurf oder ist nur eine Maus geboren? Es ist etwas zwischendrin. Es ist ein Ross, das nicht galoppiert. Es könnte gestreckt galoppieren, aber es trabt und zwar zügig in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir werden dann im Jahr 2026 es vielleicht sogar können, oder müssen in Galopp setzen, aber vielleicht trabt es weiterhin in die gleiche Richtung weiter. Wir sind zuversichtlich, das Ross hat Ausdauer. Mit diesem tierischen Vergleich danken wir Ihnen jetzt fürs Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und wünschen weiter einen schönen Tag. Ade miteinander.